Hallo Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind Dogmeat in der letzten Episode hierher gefolgt, Fort Hagen. Wir wissen, dass Kellogg da drin ist. Den Haupteingang hat er allerdings verbarrikadiert, von außen. Dementsprechend muss es hier noch einen weiteren Eingang geben. Den suchen wir jetzt. Allerdings sind hier auch überall Geschütztürme, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich weiß. Würde ich mich mal an die Dinge halten, die ich erzähle, wäre da viel gewonnen. Soweit, so gut. Und da hatten wir noch den Schleichangriff dabei. Damit sollten wir jetzt eigentlich fertig sein. Wenn nicht, werden wir das relativ schnell feststellen. Oh, Militärstandard nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Netzrelais-Spule, da wird wieder ein Material drin sein, was ich für die Siedlung gebrauchen kann. Ich war zuletzt, glaube ich, dabei bei den Siedlungen. Stromkabel zu verlegen und ähnliches. Also wäre es ganz gut möglich, dass ich alles Mögliche markiert habe. Mit Keramik, vielleicht mit Kupfer und so weiter. Aber ansonsten werde ich wahrscheinlich offscreen nochmal herkommen und die ganze Geschichte hier gründlich auseinandernehmen und alles einsammeln. Soweit möglich. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal rein nach Fort Hagen. Kellogg wartet. Soweit, so gut. Sensor meldet feindliche Präsenz. Was macht Dogmeat hier? Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Was macht Dogmeat hier? Wir haben ihm nicht gesagt, er soll uns folgen. Was bedeutet, er sollte eigentlich nicht hier sein. Oh Mann. Ich sag ja, die Begleiter sind ziemlich verbuggt. Anweisung von Kellogg erhalten, Eindringling vernichten. Und wenn wir jetzt noch einen anderen Begleiter dabei gehabt hätten. Verdammt nochmal, ja. Oh, armes Häschen. Aber mit kritischer Schaden, das ist doch auch mal was. Ja, wenn wir jetzt noch einen anderen Begleiter dabei gehabt hätten, hätte Dog mit den anderen irgendwie so überschrieben und auch doch nicht. Und dann wäre es verbuggt gewesen. Da müssen die von Bethesda noch ein bisschen nacharbeiten. Was? Besser. Bewegung entdeckt. Seltsam. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Soweit so gut. Damit hätten wir die Geschütztürme. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Wie interessant. Ja, dir gebe ich gleich, wie interessant. Ich weiß, dass ihr noch. Das nehmen wir erstmal mit, was auch immer da drin ist. Wir können es besser gebrauchen als diese Kiste. Wie schön. Und wie ich das Zeug gebrauchen kann. Sehr gut. Psst. Wie geht's dir, Kumpel? Dogmeat? Hey, da bist du. Wie geht's dir, Kumpel? Ich werde wahnsinnig. Jetzt habe ich Dogmeat als verbuggten Begleiter an der Hacke.
Wenn ich nicht mehr mit ihm reden kann, kann ich ihn nicht mal wegschicken. Systeme offline. Danke. Systeme offline, sehr gut. Bin ich froh, dass er das noch gesagt hat. So, ich glaube, der Rest ist ein Stockwerk tiefer. Jetzt gucken wir nochmal. Wie geht's dir, Kumpel? Ja, fantastisch. Und jetzt kann ich ihn noch nicht mehr wegschicken, weil wegschicken ist beim Reden drin. Na super. Oh Mann, da muss ich jetzt irgendein Konsolenkommando rauskramen, um Begleiter wegzuschicken. Um das wieder irgendwie gerade zu biegen. Gebt mir da mal 2 Minuten, sorry. So Freunde, da bin ich wieder. Es gibt leider kein Konsolenkommando, mit dem ich das auf die Schnelle beheben kann. Dementsprechend habe ich zurückgesetzt an einen Punkt, wo Dogmeat noch nicht verbuggt war. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Scheint fast so. Und jetzt werden wir etwas probieren. Zuerst speichere ich. Jetzt ist der Hund bereit, mich zu begleiten. Hey. Jetzt sagen wir ihm, er soll uns folgen. Komm schon. So, und? Wie geht's dir, Kumpel? Jetzt schicken wir ihn heim. Warum wartest du nicht zu Hause, Junge? In Sanctuary Hills? Jawohl. Und damit sollte er jetzt auf jeden Fall weg sein. Wir haben keinen verbuggten NSC mehr dabei. Und jetzt stelle ich mal das Durcheinander vor, wenn wir zum Beispiel noch Pipe als Begleiter dabei hätten. Da finde ich, so gut Fallout 4 auch ist, muss noch nachgebessert werden. Das sollte ja mit einem Patch oder so relativ einfach sein. Okay. Mal wieder zurück zum Thema. Wir haben hier oben auf jeden Fall noch mit 1 oder 2 Geschütztürmen zu kämpfen. Wobei ich von unten her schon einige kaputt gemacht habe gerade eben. Das sollte also einigermaßen passen. Dann kann ich mir jetzt auch sicher sein, dass ich mit meinem Tempo vorankam, dass der Begleiter mir nicht vor den Lauf rennt und lauter solche Geschichten. Und das sollte ganz allgemein gesprochen etwas entspannter sein. Eine Vakuumröhre nehmen wir mit. Hier drüben gucke ich gerade noch mal nach der Munition. Und jetzt geht's rein, wo wir gerade eben schon waren. Bewegung entdeckt? Seltsam. Nein, du hast nichts. Hier ist nichts. Du hast nicht das Geringste gesehen. Ihr anderen aus den Inseln ist. Baba. Ich muss den Angriff unverzüglich kennen. Das ist doch nicht nett. Naja, Synths vom Institut, die sind halt einigermaßen effizient. So blöd das für uns gerade auch ist. Hörst du auf, mir da runter zu langen? Das gibt's ja wohl nicht. Was bist du denn für eine komische Maschine? Sichere Anlage. Infiltriert. Terminierung erforderlich. Vom Grundaufbau her sind die Nick gar nicht so unähnlich. Ja, also. Würde aber Sinn machen, wenn das Institut alle Maschinen einigermaßen ähnlich baut. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Wenn man im Prinzip mal ein funktionierendes Design hat, verändert man das einfach immer wieder ein bisschen für neue Aufgaben. Greife an.
War. Ich war mir fast sicher, dass das. Treffer sind, aber. Okay. Jetzt war ich mir sicher, dass es ein Treffer ist. So, hier haben wir jetzt deutlich mehr Nahkampf. Das bedeutet, Pistole wäre nicht schlecht. Tarnfähigkeit, faszinierend. Ja, weiß ich auch. Das gibt's nicht. Wie viel Schuss der gebraucht hat. Tatsächlich fast die komplette Leiste. Das. Ah! Oh Mann. Daraus lernen wir weniger Watts, dafür mehr manuell schießen, wenn man das mit dem Treffen raus hat. Fast. Na also. Cool. Die kann ich gut gebrauchen, aber hallo. Wo sind sie denn hin? Ja, wo sind sie denn hin, hä? Was weiß ich? Wer sind sie? Ich mag das nicht, gesiezt zu werden. Es hört sich immer an, als hätte ich was angestellt. So weit, so gut. Oh, wir könnten vielleicht mal wieder ein bisschen Körperkraft herstellen. Ah, das läuft. Hm. Wenn er die Anlage beschützen soll und die Synthainis als Eindringlinge betrachtet, dann könnte der uns wenigstens ein bisschen helfen. Flock bringt uns nichts. Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Oh, jetzt wird es langsam gut. Also. Aktivierung Protektron zu Diensten. So muss das sein. Lassen wir den da oben erstmal kurz schaffen. Gucken uns erstmal hier unten noch um. Wer hat gelacht, wenn wir hier nicht noch irgendwas Nützliches finden? Wie schön. Alles zum Beispiel. Da geht's raus ins Commonwealth. Da will ich jetzt nicht hin. Das wäre sozusagen eine alternative Route. Und hier ist von der anderen Seite zugekettet. Dementsprechend sind wir da oben schon ganz gut aufgehoben. Hat so ein kleines bisschen was von Robot Wars. Nur dass unser. Au. Nur dass unser Roboter gerade gewinnt. Ordnung haben sich durchgesetzt. So sieht's aus. Okay. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Wie interessant. Dann können wir den eigentlich wieder hierher zurückschicken. Sieht so aus, als wären hier erstmal alle Gegner beseitigt. Jetzt will ich nicht riskieren, dass er mich doch noch angreift. Dementsprechend. Bewertung ist weg. Wie, deine Bewertung ist weg.
Au, da oben sehe ich doch was. Solche Geschütze an der Decke, nicht nett. Ich bin mit Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde sie finden. Einheit außer Betrieb. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ja, aber die Institutstypen sind schon gar nicht so schlecht. So, mein Freund, jetzt kann er nämlich seine komische Institut-Laserschrotflinte nicht mehr tragen. Arm ist ja ab. Und dementsprechend schauen wir dann mal, wo der uns entgegenkommt. Dann führt er uns unter Umständen dahin. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Ach nee. Richtig, er hat ja kaum Interesse daran, mir zu folgen. Die sind ein bisschen... Naja... will nicht sagen engstirnig, aber die blicken nicht weit in die Zukunft. Die haben nur die Aufgabe, zum Beispiel den Bereich zu bewachen. Und dann machen die das auch. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Aber höflich sind sie, das muss man ihnen lassen. Wobei, die auf jeden Fall schon mal hartnäckiger sind als zum Beispiel Raider. Und Raider hätte schon lange aufgegeben, hätte gesagt... da war nichts und geht zurück und na, das sind die schon etwas besser. Muss den Grund haben, dass das Institut von allen so gefürchtet ist. Jep. Der sucht nicht schlecht. Ganz schön zäh. Ein streuendes optimiertes Institutsgewehr. Sündrüstung. Lass mal gerade gucken. Was kann denn diese Sündrüstung? Oh, guckt euch mal diese Werte an. Wenn ich das richtig sehe, bin ich damit so gut wie nackt, oder? Und 5,1 ist verdammt schwer. Oh. Das könnte ich sogar über der Militäruniform tragen. Es ist halt höllenschwer. Aber wahrscheinlich besser als der Harnisch, den ich benutze. Wobei 7,3 ist der mit Taschenharnisch. Und Leichtballer-Miniat-Zündrüstung ist leichter. Und trotzdem besser. Da wir sowieso zum Institut gehen. Könnten wir mal mit Zündrüstung rumlaufen. Das Ding ist für den linken Arm. Das ist schlecht. Nein, ist es nicht. Rechter Arm war Charisma und Intelligenz. Dann könnten wir das eigentlich erstmal behalten. Da haben wir das rechte Bein, da haben wir das linke Bein. Dann... ja. Ich sehe zwar keine Rüstung am linken Arm, aber angeblich tragen wir da was. Oh je. Das wird langsam mal wieder ein richtiger Flickenteppich an Ausrüstung. Nix war's mit einheitlichem Design und sieht schick aus. Aber es ist deutlich effizienter als das, was wir bisher hatten. So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. An der Kiste ist eine Falle. Geht zum Tesla-Bogen da oben. Wenn man die einfach nur aufmacht, wird man ein bisschen gegrillt. Macht nichts, wir haben noch 99 Haarklammern übrig. Da können wir hin und wieder auch mal eine opfern. Und meistens schaffe ich es ja, ohne die Dinger kaputt zu machen. Die nehme ich mit. Den Molly nicht so gerne. Das Zeug hole ich ab, wenn ich hier offscreen nochmal herkomme und den Laden richtig auseinandernehme. Da kriege ich wieder Rohstoffe für eine Siedlung. Ohne Ende. Das wäre nicht schlecht.
Ja, bei den Siedlungen bin ich noch fleißig dran, offscreen weiterzumachen. Wenn wir uns mal ganz kurz die Skillung angucken, dann werdet ihr feststellen, dass wir zwischen Lokalanführer 2 haben. Das läuft also. Und da werde ich dann jetzt demnächst schauen, dass ich Läden aufziehe und euch das dann nochmal ein bisschen zeige. Da gibt es dann hoffentlich viel zu kaufen in unseren Siedlungen, viel Geld zu machen. Damit wir uns auch weiterhin fleißig Munition kaufen können. Und gerade die Sache mit den Minutemen, wenn wir jetzt dann die Supermuskete haben, die wir noch haben, oder? Will ich doch hoffen. Ja, da ist er, die anstachelnde. Ah, das ist nicht schlecht. Jupp. Wenn wir die dann noch ein bisschen aufrüsten könnten, wäre das gut. Da werde ich dann vielleicht nochmal so eine Art Nebenmission starten, wo wir einfach unterwegs sind und uns die ausgebaute Lasermuskete organisieren. So, hier drin war an der Decke was und hier vorne sehe ich auf dem Boden was. Das schaffe ich nicht zu hacken. Du schaffst ja gar nichts. Plasmakartuschen. Ach du Schande. Plasmagranate. Splittermine. Super. Okay. Wir sind erfahrene Videospieler. Was heißt das, wenn wir derartig aufmunitioniert werden? Yep, da steht ein Bosskampf bevor. Weitere Fusionszellen. Da drin hätten wir weitere Munition und nochmal Heilmittel. Im Spind wäre wahrscheinlich auch was. Dementsprechend. Ja, dementsprechend sollten wir demnächst einen Bosskampf vor uns haben. Wie schwer der wird, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Was auch immer das für ein Stockwerk ist. Tja, spontane Selbstexplosion. Nur den Kopf zeigen. Jetzt hallo. Auf Wiedersehen. Dir gebe ich gleich auf Wiedersehen. Nichts ist mit Wiedersehen. Futsch ist futsch. Da sind Glasfasern dabei, das ist super. Und hier oben? Aktivposten, Kellogg, weg. Aktivposten, Kellogg, weg. Alles klar. Ich mag die Dinger irgendwie. Das wird fantastisch, wenn wir mit denen zusammenarbeiten können. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Super, dann klappt das mit dem Schleichen ja einigermaßen. Wow. Da wollen wir hin. Das ist die Frage. Wie kümmern wir uns um den? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Das nehmen wir mit. Ist gleich. So, wollen wir es vielleicht ausdiskutieren? Du hast das Wort? Dann halt nicht. Ich mag Nahkampfgegner. Die kann man so richtig schön zerlegen. Und die vom Institut halten auch noch was aus. Richtig toll. Okay, zugegeben, da habe ich jetzt einiges an Munition verschwendet, aber manchmal muss das eben sein.
So, lass mal gucken. Das mit der Nähmaschine war Rüstungsbank. Das mit dem Bohrer war Waffenwerkbank. Und zwar, wir haben inzwischen ein paar Schrauben gefunden. Den Standard haben wir noch. Hier machen wir jetzt mal einen kurzen Lauf drauf. Damit ist das jetzt eine ganz normale Standardpistole. Und die hier kriegt jetzt mal den verlängerten leichten Lauf. Damit läuft es ein bisschen besser, denke ich. Und damit wird es noch besser laufen, aber wir haben noch keinen Waffenfreak 2. Ansonsten hätten wir fast alles. Na gut, bisschen Aluminium, noch ein paar Schrauben. Aber das würde alles hier in greifbarer Nähe rumliegen. Ein Waffenfreak wäre das, was wir als nächstes brauchen könnten. Und wenn wir das mit der Lasermuskete durchziehen wollen, brauchen wir demnächst ein bisschen Wissenschaft. Waffenfreak haben wir hier. Hacken. Da haben wir Wissenschaft. Da fehlen uns noch 2 Punkte in Intelligenz. Oh je. Na gut, Intelligenzpunkte hilft uns außerdem dabei, schneller zu leveln. Dann kriegen wir mehr Erfahrung für die Gegner, für die Quests, für einfach alles. Wäre nicht schlecht. Naja, letzten Endes läuft es mal wieder darauf hinaus, dass es ein erfahrungsbasiertes Spiel ist und wer das höhere Level hat, gewinnt. Was bedeutet? Sieh an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Apfelkuchen. Du bist nicht nett, Kellogg. Man könnte fast meinen, er hat was gegen Besuch. Aber nur fast. Ich finde es richtig toll, wer hier im ganzen Stützpunkt sein Zeug verteilt hat. Wenn das einfach bei sich bunkern würde, wären wir nicht so aufmunitioniert. Hui, Impulsgranaten. Wir haben schon Plasmagranaten gekriegt. Wir werden richtig aufmunitioniert hier. Bedeutet, der Bosskampf wird nicht so ganz einfach. Da. Na, die Sicherung nehmen wir mit. Soweit ich das sagen kann. Alles sicher. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Nö, bin ich so weit gekommen. Das kannst du vergessen. Okay, da sind wir im inneren Bereich. Ich würde sagen, da könnten wir eigentlich noch mal ein kleines Päuschen machen und den Rest von der Anlage morgen, denn wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Ganz grob. Dementsprechend, die Episode wird einfach zu lang, wenn ich jetzt alles durchziehe. Und so haben wir noch ein bisschen was für morgen. Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Da hast du dich wohl geirrt. Aber das sehen wir dann morgen, was er sonst noch so zu sagen hat und wie wir uns mit ihm einig werden. Gut, bis morgen dann. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.